Welches Potenzial hat eigentlich Gon und seine Nennfähigkeit Chachanken? Sprich, wie stark ist sie wirklich oder wie schlecht ist sie eigentlich schlussendlich? Hat sie zu viele Schwächen oder wird sie unterschätzt? Deshalb widmen wir uns in diesem Video unserem Gonny Boy und diesem Nennsteckbrief. Los geht's! Yo, ich bin der Meruem. Und falls du denkst, dass Gon Freaks Nennfähigkeit Chachanken nicht ein extra Video brauchen und das völlig übertrieben ist, da die Fähigkeit doch extrem simpel ist, dann kann es gut sein, dass du diesen kleinen Kerl unterschätzt. Und was er aus seinem Steinpapierschere rausholen kann, erzähle ich dir jetzt. Dass Gon ein besonderer Junge ist, schon durch seine Hintergrundinfo außerordentliche Fähigkeiten der Aura-Manipulation besitzt. Diese starke Nen-Affinität, welche Gon und auch Killua haben, findet man durchschnittlich nur in 1 von 10 Millionen Menschen, was also schon sehr selten ist und schon was Besonderes ist. Das wird auch durch die Tatsache unterstrichen, dass wie Gon durch seine Ausbildung folgen und er noch weit weg ist von einem Master der Nennnutzung. Und dennoch sind seine Fähigkeiten schon beachtlich. Aber deswegen wirkt er massiv einfach unterpowered gegenüber seinen erfahrenen Hunter-Kollegen in Bezug auf Nen wie Bisky, Kite sowie natürlich die Antagonisten Uvogin, Hisoka oder auch Genju. Gegen diese Nen-Nutzer sieht Gon natürlich sehr alt aus. Also ob ein Schüler gegen einen Schachmeister spielen würde. Aber egal wie gut der Schüler ist, der Meister wird sich noch lange den Sieg nicht nehmen lassen. Und genau das ist Gons Problem. Trotz außerordentlicher Fähigkeiten fehlt es ihm an Erfahrung. Ein kleines Beispiel. Gon war es möglich, Ren und Gio, und ich spreche es bestimmt falsch aus, bitte verzeiht mir das, je an einem einzelnen Abend zu lernen. Während Sushi eine ganze Woche brauchte, um einen einzelnen Aspekt von Ren zu lernen. Und Sushi ist auch ein außerordentlicher, begabter, aufsteigender Nennnutzer. Gon ist ein Verstärkertyp, der am besten ausgeglichene Nen-Typ, da er ausgezeichnete offensive wie auch defensive Qualitäten hat. Dies erlaubt es Gon natürlich, seine physischen Fähigkeiten zu verstärken und Aura für Attacken zu konzentrieren. Man sieht dies nicht nur durch seine Angriffe, sondern auch, dass im Verlauf der Story sehr viel einstecken konnte, was für gewöhnlich niemals möglich gewesen wäre. Wir erinnern uns alle an den Kampf zwischen Gon und der Chimera Ant, dieses Gürtel. Diese Chimera Ant hat Gon mehr oder weniger schutzlos erwischt. Auch wenn diese Chimera Ant kein Nennnutzer ist, hatte sie bereits gesagt, dass ihre Opfer normalerweise ihre Innereien auskotzen. Ja, kein hübscher Anblick. Sie wären also tot, da ja ihr Inneres nun ihr Äußeres wäre. Also stellt euch das mal vor, all die Organe und ja, ich will gar nicht weiter reden, heftig einfach. Aber Gon hat keinen ätzenden Schaden davon getragen. Höchstens vielleicht kleine innere Verletzungen, die aber hier nicht erwähnenswert waren. Aber hier an dieser Stelle, um was zu erwähnen. In diesem Augenblick hatten ja die Chimera Ants noch keinen Nen, der sie nutzen konnten. Erst später, und auch das mussten sie ja dann auch erlernen, um mit ihren Fähigkeiten umzugehen. Aber der Punkt ist hier, dass man sieht, wie gefährlich eigentlich diese Chimera Ants sind. Und sie werden zu oft als billige Bauernsoldaten abgetan, die sowieso nur Opfer sind. Und da muss ich massiv widersprechen. Man sieht also, in diesem Entwicklungsstadium, selbst ohne Nen, sind sie massiv gefährlich. Wie gesagt, Gon war da was Besonderes und konnte viel einstecken, deshalb ist das schon ein Wunder. Aber diese Chimera Ants, auch wenn sie noch keinen nutzen, sind nicht nur gefährlich für Anführungsstriche normale Menschen, also auch für begabte Nen-Nutzer können diese Chimera Ants tödliche Gegner sein. Wir haben es ja auch gesehen, begabte Nennnutzer mit richtig nicen Fähigkeiten wurden ja von den Chimera Ants auch schon besiegt und wie gesagt, an diesem Zeitpunkt hatten die Chimera Ants ja noch keine aktive Nennnutzung als Waffe. Das heißt, man sollte sie wirklich nicht unterschätzen und ihre Bedrohung und Fähigkeiten ernst nehmen. So, das musste einfach mal zu den Chimera Ants gesagt sein. Ein Nen-basiertes Beispiel wäre, wie Gon Raises Ball blocken konnte im Greed Island Arc. Wenn man in Betracht zieht, dass Razor ein natürlicher Emitter ist. Auch wenn seine Würfe nicht mit 100% Power waren natürlich.
aber trotzdem. Dennoch konnte Gon, Killua und Hisoka zusammen Raises stärkste Attacke abwehren. Gon kann diese ganz defensive Kraft aber auch in eine Attacke legen, welche sie durch sein Chachanken manifestiert ist. Dies kommt vom japanischen Wort Chanken, welches für Stein, Papiere, Schere steht. Sehr einflussreich, nicht wahr? Dementsprechend basiert Chachanken auf drei Attackenarten, nämlich Stein, Schere und Papier. Zuallererst wäre da der Stein. Welcher mit Abstand am wuchtigsten einschlägt, da er seine ganze Kraft auf den Verstärkungstyp von Gon basieren lässt. Auch wenn es extrem einfach aussieht, das ist es nicht. Die Attacke basiert auf Ko, eine fortgeschrittene Art von Nen, welche Gon durch Bisky erlernte, welche die Aura komplett um einen bestimmten Körperteil hüllt. Außerdem muss man Ten, Ren, Zetsu und Hatsu darin vereinen und darüber hinaus Gyo. Somit sind es 5 verschiedene Nen-Applikationen dafür nötig, um ein solides Ko zu erschaffen. Weil Gon bereits von Natur aus Aura ausgezeichnet manipulieren kann, wie diese Ko als der Stein seinem furchteinflößenden Schlag. Wenn Gon also genug Zeit hat, ein starkes Ren zu etablieren, schlägt das voll ein. Und das ist auch gleichzeitig die große Schwäche, da halt Zeit für Gon im Kampf einfach sehr unrealistisch zu haben ist. Höchstens er kämpft in einem Team, das sein Freund den Gegner ablenken kann, aber der Gegner ist auch nicht dumm, er merkt ja auch, wenn der Gegner was auflädt und wird das natürlich versuchen zu unterbinden. Also man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass der Gegner einfach zuschaut und Däumchen dreht. Gerade weil Gon ein unerfahrener Nen-Nutzer ist, kostet Stein ihn an Unmengen an Zeit. Außerdem werden so seine defensive Fähigkeiten aufgelöst, was halt eine zusätzliche Schwäche ist. Somit ist es eine Alles-oder-Nichts-Technik. Entweder funktioniert es und falls nicht, dann ist der Kampf sozusagen verloren. Da Gon diese Schwäche allerdings erkannt hat, nutzt er seine angrenzenden Nen-Typen mit Schere und Papier, um diese großen Schwächen ein bisschen auszugleichen. Schere ist an dem Typ Transmutation geknüpft. Damit wird Gons Hand zu einem schneidenden Objekt mit 2 Vorteilen. Mehr Präzision und größere Reichweite. Dies ist vor allem bei gut blockenden oder ausdauernden Feinden sehr nützlich, bei denen Stein durch die bloße rohe Gewalt versagen würde. Aber klar, ist es keine hundertprozentige safe Sache, wenn der Gegner halt ein extrem blockierender Gegner ist und in der enorm starke Defensive ist, wo halt das halt auf einem ganz anderen Level ist, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Also immer ins Verhältnis setzen. Bei Papier wird Emission genutzt, um eine Art Energiegeschoss zu generieren, welches sich als Fernattacke perfekt eignet. Dies ist nützlich, aber stark abgeschwächt, da Gon kein Emitter ist und da Emission ganz generell die Power von Aura abschwächt, auch bei natürlichen Emissionnutzer. Deshalb ist es halt nur so, ja. Somit hat Papier etwa nur ein Viertel von der Stärke, die Stein hätte. Somit muss diese Attacke von Gon eher taktisch genutzt werden. Gon startet ja seine Attacke immer mit dem Spruch, zuallererst der Stein. Und die effektive Attacke wird dann als letztes genannt. Zum Beispiel Stein, Papier, Schere. Also für die Schere-Attacke zum Beispiel. Während es eben schon typisch ist, die Attacken vorauszusagen, kann es auch sein, dass Gon diesen Spruch bewusst oder unbewusst als Bedingung gewählt hatte, um seine Schere-Stein-Papier-Attacke zu verstärken. Im Chimera End Arc hat Gon dann gelernt, eine zweite Runde hinzuzufügen, wobei er den Spruch nicht mehr aufsagen muss. Somit kann er dann eine zweite Chachanken-Technik kombinieren. Somit besteht Gons Fähigkeiten-Set aus diesen 3 Attacken, welche nicht zu komplex sind, aber dennoch Spielraum zur Entwicklung lassen. Und dann gibt es ja noch dieses Ding. Das, was ja mit Gon passierte am Ende des Chimera End Arcs. Was vermutlich natürlich eine der stärksten Nen-Anwendungen in der Serie war. Mit natürlich Netros-Fähigkeiten und Meruems natürlich.
Ganz Verzweiflung weckt eine unvergleichliche Macht, welche durchaus den Fähigkeiten von Gon, welche wir nun angeschaut haben zusammen, zugrunde liegt und welche die Verheerung seiner Kräfte erst so richtig veranschaulicht. Dabei hat Gon all seine Kräfte zusammengezogen zu einem Preis, welcher Illumi als schlimmer als der Tod bezeichnete. Es ist unklar, was genau mit Gon passiert ist. Ob er nun eine Art Transformation wie von Bisky war, obwohl er es ja so nicht erlernt hat, oder eine Wandlung zum Nen-Typen-Spezialist. Eine extremere Form der Nen-Steigerung gibt es auf jeden Fall kaum. Dies tat er, um seinen Feind Neferpito um jeden Preis zu zerstören. Und ja, man kann es kaum einen Kampf nennen, es war eher eine Hinrichtung, aber dazu habe ich ein ultra interessantes Video gemacht, wie es so einseitig kommen konnte und wie das halt wirklich so passieren konnte. Ich verlinke es mal hier oben rechts, guckt da mal gerne mal rein, es lohnt sich. Auch wenn viele Leute glauben, dass diese Form dem Kimmeran-König Meruem ebenbürtig war, so muss man doch Peters Aussage relativieren. Vom Englischen übersetzt, er wäre in der Lage, seine Reißzähne im König zu versenken. Sprich, er wäre eventuell in der Lage, den König verletzen oder Wunden zukommen zu lassen. Was eher bedeutet, dass der König doch noch einige stärker als Gon war. Denn was man auch berücksichtigen muss, Netros stärkste Attacke, das ja Netro völlig ausgezehrt hat, jede andere Welle wäre einfach nur ein Häufchen Asche noch. Aber Meruem hatte nur ein paar Kratzer. Also sieht man, wie seine Defensive einfach nur monströs und überwältigend ist. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass ein Chanchanken Meruem wirklich verletzen könnte. Nicht in diesem Ausmaß. Denn ich glaube immer noch, die stärkste Attacke von Netero war bestimmt auch auf diesem Level. Es war auf alle Fälle Badass und in dieser Attacke Meruem darüber nur ein paar Kratzer hinterlässt, sprich provokativ gesagt war das alles, dann ist das eher unwahrscheinlich. Und was man auch nicht vergessen darf, Neteros Verteidigung war auch enorm stark. Klar, man sieht, wie Meruem wie durch Butter durch seine Arme geht, aber hey, das ist Meruem, er war halt einfach extrem stark. Nicht jeder könnte einfach Neteros Verteidigung durchdringen und einfach durch seinen Körper fahren wie durch Butter. Also das muss man auf alle Fälle auch berücksichtigen. Und als letztes, Gon war zwar dann sehr stark geworden, aber es ist immer noch Gon. Er ist jetzt nicht das größte taktische Genie und ihm fehlt er immer noch an Erfahrung. So, und Meruem zum Beispiel hatte noch keine Kampferfahrung wirklich, aber Netero, der durch sein hohes Alter extreme Kampferfahrung hatte, ein taktisches Genie war und ganz bestimmt seine Verteidigung sehr durchdacht war, war es trotzdem möglich, dass Meruem seine Taktik durchdringen konnte und durchschauen konnte und trotz all seiner taktischen Erfahrung konnte Netero nichts dagegen tun und Meruem hat ihn ausgenockt. Und ein Gon, der all diese Erfahrung wie Netero nicht hatte, diese Schnelligkeit, diese taktische Perfektion, die ja Netero hatte und da Netero einfach auch sehr intelligent ist, das hat Gon alles nicht, das darf man einfach nicht vergessen und trotzdem ist da passiert, was es passiert ist. Deshalb, ich bin felsenfester Überzeugung, dass diese Aussage von Peter oft missverstanden wird und ja, wenn er Meruem erwischen würde, würde es vielleicht auch so Kratzer geben, wie Meruem vom Netero bekommen hat, dann müsste es überhaupt so weit kommen und ich denke, das ist schon mal das Problem, da Meruem halt einfach ein taktisches Genie ist und wenn er Netero durchbrechen konnte, wird das mit Gon kein Problem sein. Aber wenn ihr generell Meruem versus Gon sehr interessant findet, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, ob ich mal ein einzelnes Video dazu machen soll. Auch wenn Gon so unglaublich mächtig wurde, hat er dafür alles geopfert. Sein Nen, sein altes Leben und sein Status als Protagonist. Denn auch mit Hilfe von Killua und Alucard kann er voraussichtlich Nen nicht wieder gebrauchen. Und das ist Gon, ein Junge mit immensem Potenzial, von welchem wir nur einen kleinen Teil zu sehen bekommen haben. Ganz im Stil von Hunter x Hunter. Ihr seht also, Gon Chanchanken hat zwar viele Schwächen, aber auch viele Stärken und hat noch Potenzial zu wachsen. Klar sollte man ihn nicht überschätzen, aber definitiv auch nicht unterschätzen. Hier habe ich noch die Nennfähigkeit von Hisoka thematisiert, das Banshee-Gam. Schaut euch das gerne jetzt an. Ich bin damit raus. Haut rein, Leute. Euer Meruem Boy. Ciao.